im Leben, in dem Game. Wenn du die Palette da noch stehen lässt, dann wird die Palette sogar noch fordert. Das wollte ich jetzt auch machen. Du hast vorne einen Hofladen, da kannst du auch den Honig verkaufen. Oh mein Gott, ist das geil. Alter, das ist so geil, ne? Dass man das auch wirklich so alles selber herstellt, dann kann man das auch noch verkaufen. In seinem eigenen Mini-Laden. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. So, aus dem Weg. Platz da, ich komme. Zack. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Futter funktioniert. Also, ich gehe jetzt hier hin und Fahrzeuge, wie funktioniert das? Pakete, ist es dann hier? Getreide? Ah ne, das sind nur Fahrzeuge. Warte mal, wo habe ich denn... Wo habe ich denn so Hühnerfutter? Ist das hier auch dann mit drin irgendwo? Ist das so ein Verbrauchsgut oder sowas? Oder muss ich dafür in den Shop reingehen? Gemüse, Sonderkulturen, Trauben und Oliven, Tierhaltung, Futter. Ah, hier. Weizen. Frischer Weizen für deine Hühner. 1000 Liter. Scheiße, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel passt da rein in dieses, in unseren kleinen, süßen Stall da. Ja. Aber ich brauche ein Big Pack, ne? Glaube ich, war's. Also diesmal müssen wir diesmal die hier kaufen oder was, um die aufzuladen. Weizen. Und nicht die hier, weil die konnte ich ja, glaube ich, nur in diese Maschine reinlagern, ne? Mineralfutter kann den Bestandteil TMR hinzufügen, um deine Kühe zu füttern. Schweinefutter gibt's auch noch. Zwei Big Packs reichen erstmal. Okay, also das Big Pack ist jetzt das hier dann, ne? Kauf einfach zwei oder drei und den Rest packst du dir in dein Silo. Kann ich da auch darauf auch immer zugreifen, wenn das in meinem Silo ist? Also ist das ganz easy, dass ich das da auch immer rausbekomme? Das geht, ne? 1500. Chicken Feed. Organic Chicken Feed. Okay, und das kann ich dann einfach aufladen bei mir auf dem Hänger. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Brauche ich noch irgendwas? Also ich habe jetzt das Hühnerfutter. Wasser brauchen die ja nicht. Brauche ich noch irgendwas, was ich jetzt noch kaufen muss für die Hühner? Ich glaube nicht, oder? Ja, das ist wie bei der Kalkstation. Okay. Bin ich jetzt mal gespannt. Oha, die UI ist nice. Ich muss sagen, also ich finde, die ist cool designt, aber ich muss sagen, die ist ein bisschen, also für mich so als Neuanfänger ist sie ein bisschen, also für mich ist sie irgendwie so erschlagend. Ich weiß auch nicht. So, Kipper auffüllen. Wow, wie cool. Alter, perfekt, dass das so easy ist. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich brauche da irgendwie einen Stapler oder sowas und dann muss ich das da auch noch irgendwie aufladen. Übel nice, dass das so easy ist. So, jetzt haben wir 2000 Liter. Ich hoffe, das reicht erstmal aus. Kercher zum Reinigen. den müssen wir, wenn dann, sowieso bei uns auf dem Hof stellen, weil den können wir nicht transportieren, glaube ich. Ich kann den da, glaube ich, nicht einfach auf den Hänger schmeißen. Also wenn, dann müssen wir uns den Kercher holen auf dem Hof dann, also platzieren. Das ist ja ein Schnapper, günstiger als das Weihnachtsgeld vom Chat. Ey, Junge, also da wirklich, für Leute, die eben nicht dabei gewesen sind, wir haben so ein bisschen über Weihnachtsgeld gesprochen. Ich fand's krass. Also da gab's wirklich jemanden und manche, die haben echt so 2000 Euro, 3000 Euro Weihnachtsgeld bekommen. Schon geil. Und ich hier als Landwirt, ne, da wird also gar nichts. Gar nichts. Ey, es sieht immer so aus, als würde es schneien, ne? Das ist Schnee, oder? Ist das Regen? Ist das Regen? Das ist Regen. Ach so. Das sieht aus wie Schnee. Oh, man hört... Nein. Man hört das gar nicht. Boah, das ist...
Ich weiß das nicht, ob ich da irgendwie eine Einstellung habe, aber das ist unnormal verschenktes Potenzial. Also, dass man das nicht aufs Dach prasseln hört, also da, das macht mich sauer jetzt. Wie kann man... Alter, wie kann man denn das nicht in einem Game drin haben, wo du die ganze Zeit in einem Auto sitzt? Oder in einem Traktor. Doch, den Regen hört man. Also, ich höre den null. Hey, habe ich... Ist irgendeine Einstellung oder so? Ist irgendwas zu leise? Also, das geht ja gar nicht. Ich will dieses schöne Prasseln hören. Fahrzeuge, Umwelt. Habe ich aber schon total laut Umwelt. Ich will es jetzt nicht zu laut machen. Weil das zu aufwendig ist. Warte mal, ein Regengeräusch wäre zu aufwendig. Also, da musst du ja nur mal ganz kurz einen Sound reinballern. Das sieht aber auch ein bisschen eher aus wie Hagel. Wie kann ich den Motor überhaupt ausmachen? Hupen? Wie kann ich den Motor ausmachen? Wie funktioniert das auf dem Controller? Hier abladen, Tempomat aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Karre ausmache. Außer ich steige einfach kurz aus. Sag mal, das ist doch Hagel, oder? Ja, man hört es ganz leise, ne? Man hört es tatsächlich leise, ja, man hört es. Es wäre cooler, wenn man das separat so ein bisschen einstellen kann. Weil ich liebe, also ich bin wirklich jemand, ich liebe das unnormal, wenn es regnet und man hört das, dieses Prasseln. Ich finde das so unnormal schön. Und ich weiß jetzt schon, dass das hier der absolute Bitratenkiller für Twitch ist. Aber wie schön, Chat. Geil, voll gemütlich. Okay, so, wie funktioniert das jetzt? Also ich muss die jetzt füttern, ne? Jetzt die Frage, macht man das da? Nee, da nicht, ne? Man macht das bestimmt hier. Bakak, bakak! Ihr kriegt Futter! Bakak, bakak! Es kommt ein Online-Game von Horizon. Nein, echt jetzt? Oh, das aber weiß ich jetzt nicht. Also wäre jetzt, ist glaube ich jetzt nicht so mein Game, was man online zocken würde, oder? Also vor allem auch, also wie online, was werden das dann? Koop oder was? Oder wirklich PvP-mäßig? Lara, einen wunderschönen guten Abend nochmal. So, warte mal, ich muss das jetzt hier einfach abkippen oder was? RBY, abkippen. Entladen, starten. Das Bild bei Instant Gaming sieht Arsch aus. Arsch. Arsch ist doch so ein... So ein Assi-Wort, finde ich, ne? Aber man kann das so gut sagen. Ich sag das ja auch immer. Arsch. So, lass mal ganz kurz gucken. 2000 Liter haben unsere Hühner jetzt zu picken. Geil. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Hogwarts zuletzt im Januar gezockt habe. Also mal rein da. Hast du das nicht auch schon längst komplett durchgespielt, du Vogel? Junge, wie gemütlich. Geil. Und es wird auch langsam dunkel, oder? Ein ganz kleines bisschen. Oder es sind nur die Wolken. Aber ich glaube, die Sonne geht da hinterher langsam unter. Ey, voll süß. Oh, unser Traktor sieht wirklich sehr, sehr benutzt aus. So gehört sich das. Der wurde viel benutzt. So, dann hätten wir das auch soweit. Aus Steam finde ich es noch nicht. Ja, aber wie heißt denn das dann? Horizon Online? Da wird es doch bestimmt noch gar keine Informationen zu geben, oder? Wo stelle ich denn den hin? Eigentlich auch voll cool, dass wir hier so diese Unterstellmöglichkeiten haben. So, ich glaube, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich stelle den jetzt hier einfach mal drunter. So. Okay, jetzt die Frage. Hört man das aufs Dach prasseln? Wenn man aussteigt, bestimmt nicht, ne? Das wäre krass. So. Hier stelle ich dich rein. Da, 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 da. Mega irritierend. Bei mir im Game auf der Asien-Map strahlt die Sonne und hören tue ich aber Regen. Ach, du bist auf einer ganz anderen Map unterwegs. Das ist ja auch cool.
Okay, dann hätten wir das. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, Weizen zu dingsen, ne? Das war unser nächster Plan, glaube ich, Weizen zu säen. Und dafür brauchen wir, welche Maschine nochmal? Wo ist es? Ich glaube, das Ding hier war das. Wird der Traktor denn durch den Regen sauber? Das wäre übel geil. Es sieht aber nicht so aus, oder? Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Müssen wir mal drauf achten. Das wäre schon ein cooles Detail, wenn das so wäre. Ich habe vergessen, wie geil die Musik bei dem Game ist. Bei Hogwarts. Ja, doch. Die habe ich auch, glaube ich, gut in Erinnerung. Okay, so, jetzt muss ich wieder... Also, Abdeckung öffnen, anschalten. Wie wechsle ich jetzt nochmal? Schönen guten Abend zusammen. Ah, hier, Saat wählen, Y. Okay, und wir brauchen ja jetzt... Weizen war das, ne? Okay, also müssen wir jetzt Weizen auf das Feld klatschen. Dankeschön, Zaunender, übrigens auch noch mit den 15 Monaten. Dankeschön von Herzen. Hoffe, dass du einen schönen Tag hattest. Dankeschön. Chat, vielen Dank generell mal wieder für den Support. Wir gehen wieder steil einfach auf die 800 Subs zu und ich bin da sehr dankbar. Wirklich, ein Küsschen an euch alle, Dankeschön. Du kannst in der roten Scheune auch Treppen hochgehen, hast du das schon gesehen? In der roten Scheune kann man Treppen hochgehen. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Da. Lass mal ganz kurz gucken. Meinst du die Scheune hier? Hier? Alter, meine Gummistiefel. Ach krass, man kann hier wirklich einfach hochgehen. Lol. Hä? Oha, hey, was haben wir denn hier oben alles? Wie cool. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Was ist das hier? Ein Ball? Alter! Kann ich den benutzen? Objekt aufheben? Oha, Chat, wir haben einfach einen Ball. Vielleicht können wir den Hühnern geben. Das wäre geil. Kann ich hier hoch? Okay, kann man sogar hoch, aber... Warte mal, ist da vorne irgendwas? Okay, da muss man sich ducken. Also wir haben hier sehr viel Heu, aber das kann man bestimmt nicht benutzen, oder? Das wäre geil, wenn wir das benutzen könnten. Okay, da können wir auch nicht lang. Hä, aber wie cool. Voll süß. Ist das so ein Spielball für Kühe? Oh, meinst du? Ey, das wäre krass. Meinst du? Das wäre cool. Okay, check, guck mal, wir haben mittlerweile einfach 18 Uhr übrigens. Das heißt, so langsam müsste es dann dunkel werden, ne? Geil. Okay, dann lass uns nochmal hier die Weizen übers Feld schießen. So, und diesen Praktikanten, also der hier links nicht gedingst hat, gekalkt hat, ne? Also... Dem sollte man wirklich auch mal auf die Finger hauen. Ich weiß nicht, wer das war. Aber so gehört sich das nicht. So, ich check nochmal ganz kurz. Gedüngt 0%. Und es gehört uns. Okay, alles gut. Bevor ich da jetzt irgendwie noch was drüber bügel und da war schon was drauf. Das wäre jetzt doof. Der Ball ist theoretisch wie die Pferde zum Spielen gedacht. Leider kann man nichts davon benutzen, was da oben ist, außer den Ball. Das ist schade. Aber, weiß nicht, vielleicht kommt er so... Es wäre cool, wenn die Kühe so wirklich damit so richtig spielen könnten oder so. Das wäre schon süß. Hat sich beim neuen Landwirtschaftssimulator viel getan? Lohnt sich der Umstieg? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe da bis jetzt gefühlt alle Meinungen gehört. Ah, guck mal, das bedeutet jetzt, er möchte, dass ich einmal rumfahre und dann nur in der Mitte halt so fahre. Aber das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich fahre lieber irgendwie so. Also nur... praktisch gerade. Vor allem bei so einem schönen geraden Feld. Egal, wir machen unser eigenes Ding. Die Regensimulation erinnert mich an Silent Hill. Ich glaube aber, das ist kein Regen, oder? Das ist irgendwie... Für mich ist das eher so Hagel. Keine Ahnung. Aber ja, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen. Ich habe da irgendwie alles gehört. Die einen sagen, es ist besser...
Die anderen sagen, nee, auf gar keinen Fall. Und ja, mal sagen halt, 2022 ist viel besser, weil da gibt es viel mehr Fahrzeuge, dies und das. Und finden halt das hier nicht besser. Ja, keine Ahnung. Gamer halt, ne? Du kennst das ja, so ist das. Du kannst auch diese Vorgewände auch einfach ändern. Warte, muss ich gleich mal gucken. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also so finde ich es irgendwie am gemütlichsten. Einfach nur so gerade Linien. Irgendwie mag ich das lieber als so einmal rumdrehen. Keine Ahnung. Obwohl man immer so drehen muss am Ende, aber irgendwie finde ich das so cooler. Ich hatte kurz Angst, als du da jetzt einfach runtergesprungen bist. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt gestorben und dann hätte ich alles verloren auf diesem Wege. Es ist wieder Chat. Ja, stimmt. Aber ich meine, das ist ja immer so, ne? Also gerade Gamer, Junge, also jeder hat eine andere Meinung. Ich meine, wir sind halt auch einfach unterschiedlich, wir Menschen. Also wir haben ja sowieso alle eine andere Meinung. Aber ja, irgendwie ist das bei Videospielen sehr extrem geworden, finde ich. Dieser Hass irgendwie oftmals. Ich weiß nicht genau, wie ich es anders sagen soll. Irgendwie wird immer so schnell Hass verbreitet, so schnell wird da rumgehatet und keine Ahnung was. Ich meine, es ist vollkommen okay, wenn man das Spiel jetzt nicht besser findet oder da irgendwas dran auszusetzen hat, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne, also gerade so in der Gamer-Community, boah, es sind irgendwie so viele komische Leute unterwegs, die sich nur beschweren, egal was sie zocken, es wird immer rumgeheult. Weiß ich nicht. Also bis zu einem gewissen Grad kann ich es vollkommen verstehen. Man sollte auch natürlich Spiele kritisieren, definitiv. Aber bei ganz vielen Dingen kann ich es auch wirklich einfach nicht mehr nachvollziehen. Also, weiß ich auch nicht. Bin jetzt 22 geworden, da geht das Leben bergab, ne? Alles Gute, Marfall, hab einen schönen Tag. Ein Küsschen. Dann schaue ich dir noch etwas zu und entscheide dann. Also, was ich dir halt, ich weiß nicht, ob dir das hilft jetzt bei der Kaufentscheidung. Natürlich hilft die Kaufentscheidung, weil du weißt, dass du mich unterstützen würdest bei meinem Partner Instant Gaming und Geld sparen könntest. Ist ja klar. Nee, ich weiß nicht, ob dir das bei der Kaufentscheidung hilft, aber... Ich bin im falschen Menü, glaube ich. Bin ich. Ich glaube, was viele toll fanden, ich weiß nicht, ob das beim 22er auch so war, du kannst halt sehr, sehr viel herstellen. Guck mal, Badewannen, Baumwolle, Betonziegel, Bretter, es gibt ja so Tischlereien und so. Dachplatten, Diesel, keine Ahnung, wie man Diesel, ob das jetzt irgendwie generell ist oder ob man das selber herstellen kann. Aber es gibt halt irgendwie so vieles, was man machen kann. Wie gesagt, ich habe den anderen nicht gespielt, deswegen weiß ich das nicht, aber vielleicht hilft dir das irgendwie so zu entscheiden, so wow, cool, es gibt viel zu tun. Aber ja, so wie ich das bei anderen Streamern gesehen habe, gibt es wirklich so viel zu tun. Was ja eigentlich eine sehr coole Sache ist. Nee, also damit bin ich jetzt gar nicht zufrieden, dass da jetzt diese eine Ecke, das nervt mich jetzt gerade. Diese kleine Ecke hier fehlt, also das geht gar nicht.18:23 Uhr. Ich bin mal gespannt. Also ihr hattet ja, glaube ich, irgendjemand hatte gesagt, ein Tag ist ein Monat in dem Spiel. Also sehe ich dann gleich schon, dass meine Felder dann wachsen, wenn der Tag hier zu Ende ist? Low, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, oder Mel. Guten Tag. Melzi, wie auch immer. Ich hoffe, es geht dir gut. So, Alter, wir haben schon wieder 12:30 Uhr. Junge, das kann doch wirklich nicht... Also, die Zeit vergeht aber auch in dem Spiel irgendwie, also auf anderem Wege. Kann das sein? Ich bin einfach seit... Also, die Aufnahme geht seit 2 Stunden und 20 Minuten. Und ich will die, wie gesagt, aufteilen. Also, eine Folge soll eine Stunde gehen, weil sonst schaffe ich das nicht mit hochladen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht in dem Game wirklich einfach anders. Deine Scheiben sind dreckig. Junge, mein ganzer Traktor ist dreckig. Nein, das siehst du nicht, weil es ja dunkel ist. Aber ich habe doch Lampen, oder nicht? Nein, es ist erst 18.27 Uhr. Alter, wir haben es 18.30 Uhr, du hast vollkommen recht. Hä, wie kann das sein? Es ist ja noch total früh. So, ich möchte mal ganz kurz gucken, wie ich diese Assistenzhilfe umprogrammiere. dass ich vielleicht einfach so diese Geraden, weil jetzt will er halt, dass ich so quer fahre. Und das will ich nicht. Ich will gerade fahren. Ich weiß ja nicht, ob ich das einstellen kann. Ich versuche das jetzt mal kurz. Du streamst ja richtig früh. Heute ist richtig, richtig früh. Bearbeitungsrichtlinie, seitlicher Versatz.
Was bedeutet das? Linienanzeigen, Bearbeitungsrichtlinie, 0 Grad. Arbeitsbreite. Aber inwiefern seitlicher Versatz? Was ist das? Ich weiß irgendwie nicht, was die Einstellungen machen. Also das hier verschiebt irgendwie das in der Mitte und das will ich ja nicht. Anzahl der Vorgehwände, ist es das hier? Ah, es ist das. Aha, du bist gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann mache ich das auf 1, weil das will ich gar nicht. Ich will das so richtig schön von oben nach unten einfach abfahren. Ach scheiße, das hätte ich von Anfang an machen müssen, ne? Jetzt hat er hier, glaube ich, falsch ge... Egal. Fahren wir einfach noch die Hälfte hier. Alles gut, stresst ja nicht, Chat. Wir haben ja Zeit. Das Feld läuft uns doch nicht weg. Junge, ich bin gerade im Browser wegen Abo und im Browser kostet es 6,99 Franken und in der App einfach 8,99. Das ist crazy. Ja, also die Mobile-App ist sehr viel teurer. Ich glaube, bei uns in Deutschland kostet der normale Sub, wie gesagt, 4,99 und in der App kostet er 6,50. Das ist schon ein krasser Unterschied. Also vor allem halt so auf die Monate gerechnet. Alter Chat, was... Das Licht ist gerade so geil. Das sieht gerade irgendwie richtig schön aus hier. Viel geiler als das, was wir den ganzen Tag hatten. Diese strahlende Sonne, die so voll runterschallert. So, der Sonnenuntergang ist viel schöner. Sieht ja unnormal geil aus. Guck mal, wie schön. Gemütlich. Das Prime-Abo für Arme und Studenten ist billiger als ein Sub bei Twitch. Für Arme und Studenten. Ja, sowas habe ich halt nicht. Ich bin halt kein Student. Das ist das Problem. Aber was heißt für Arme? Warum auch immer erinnert mich das gerade an das Game, in dem wir den Pool geputzt haben mit dem Roboter. Das war auch gemütlich. Ach du Scheiße, das war schrecklich. Ich weiß, was du meinst. Das war dieser Pool-Cleaning-Simulator oder sowas, ne? Das Spiel an sich war wirklich irgendwie lustig, aber das war Katastrophe. Welcher Praktikant hat hier schon wieder die Werkzeuge rumliegen lassen? Ah, es ist wirklich, also unfassbar auf diesem Hof. Also ich kann das auch langsam nicht mehr. Hier muss jemand gefeuert werden. Wenn man wenig verdient oder so einen Sozialpass oder so hat, bezahlt man nur 4 Euro irgendwas bei Prime. Ach krass, einen Sozialpass. Auch interessant. Ja, ich glaube, sowas kriegst du als Selbstständiger, kriegst du sowas gar nicht. Niemals. Wahrscheinlich musst du noch drauf zahlen. Also machen wir jetzt 3 Stunden voll für 3-mal eine Stunde Folgen? Kleiner Lümmel. Na, vielleicht, ne? Vielleicht. Weiß ich jetzt noch nicht. 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 Ich glaube, da brauche ich einen Nachtzuschlag. Guck mal, ich kann ja auch eigentlich, Chat, wisst ihr, was wir machen? Wir holen uns eine Kettensäge und wir fällen hier einfach alle Bäume. Dann können wir auch viel gemütlicher hier farmen. Wir machen einfach alles im Erdboden gleich. Halbe Stunde ist doch noch easy drin. Ja. Ja. Aber 4 Folgen sind besser. Ey, ich hätte, ohne Witz, ich hätte niemals... Wie mache ich die Lampen an? Licht umschalten, F. Boah! Es wird dunkel. Was ich sagen wollte, ich hätte niemals gedacht, dass ich das Spiel wirklich, also generell streamen würde, war ich sowieso, hatte ich eigentlich gesagt, so, boah, weiß ich nicht, nimmt auch viel zu viel Zeit und so. Aber dass ich dann auch noch so krass Spaß daran habe, hätte ich wirklich nicht gedacht. Gott hat einfach das Licht ausgemacht. Gino, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Guten Tag. Alter, das wird immer schlimmer, ne? Also diese... Warum stehen diese Geräte hier? Wer... Also... Scheiße. Kann das mal hier irgendwie... Nein! Nein, nein, nein. Von dem Ding sollten wir uns fernhalten. Das war das Teil, was mein Mähdrescher geflippt hat. Walzen kannst du nur bis 0 Uhr. Oh, echt jetzt? Scheiße.
Warte, dann mache ich, glaube ich, mal ganz kurz, dass die Zeit nicht mehr so schnell vergeht. Weil eigentlich wollten wir ja auch noch walzen, ne? Aber wir müssen uns eine Walze dafür ausleihen. Ist das teuer? Allgemeine Einstellung. Wo war das nochmal? War das hier? Einheiten. Wo war das nochmal? War das hier bei Spieleinstellung? Ah, hier, Spieleinstellung. Okay. So, ich habe jetzt wieder langsamer gemacht. Skani, einen wunderschönen guten Abend. Ach, du Heilige, geh weg. Du Teufelswerkzeug, geh weg. Das Ding, nachher fliegt wieder mein Trecker in die Luft. Einmal Abo-Fall, immer Abo-Fall, ne Mulms, Ansaft der F, was soll ich sagen? Man braucht auch mal Konstanten im Leben. Alter, Noah, ich danke dir von Herzen für die 20 Monate, mein Bester. Ein Küsschen geht raus, schön, dass du da bist. Und einfach nur vielen, vielen Dank für den Support. Da kommt ja der Nachtzuschlag. Yay! Da kommen die Subs reingeflattert. Dankeschön, Noah. Wirklich vielen, vielen Dank. Absolutes Suchtpotenzial hat dieses Spiel. Ab direkt am Release sagt 20 Stunden? Was? Du hast 20 Stunden das Game gezockt am Release-Tag. Inge, wie kannst du so lange wach bleiben? Ach du heilige Scheiße. Wer braucht schon Schlaf? Alter. Skani, danke schön für deinen Follow. Wirklich vielen, vielen Dank. Boah, das ist Wahnsinn. GTA 6. GTA 6. Boah, das finde ich crazy. Also 20 Stunden am Release-Tag gezockt. Dafür habe ich danach aber auch bis heute Morgen durchgepellt. Wie lange hast du geschlafen in Stunden? Nudel, einen wunderschönen guten Abend. Und du nennst mich Suchti? Ja, komm, ne? Warum? Ja, bist du halt auch, ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Okay. Also jetzt so langsam muss ich mir überlegen, was ich jetzt mit dem Praktikanten dann auch wirklich anstelle. Kann ich das Ding abbauen oder muss ich das erst ausschalten? Bitte zuerst anschalten. Achso, ich muss es heben. Ich muss mal ganz kurz mich hier darum kümmern, weil irgendwie ein Idiot hier dieses doofe Ding dahingestellt hat. Das macht mich sauer. So. Kann ich das hier überhaupt anhängen? Ah, gut, kann ich. Oh, ich hatte gerade Angst, dass ich jetzt fliegen gehe. Ich habe Angst vor diesem Teil. Wirklich, das ist eine Tötungsmaschine. Für die Leute, die nicht dabei waren, dieser kleine Anhänger hier hat meinen ganzen Mähdrescher 200 Kilometer in die Luft fliegen lassen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig seitdem mit diesem Teil. So, geh bloß ab. Bleib da stehen und beweg dich nie wieder da weg. Alter, wie schön diese Abendatmosphäre ist. Voll geil. Wisst ihr, was mir jetzt... Sind das... Nee, das sind... Ich dachte gerade... Ich wollte gerade sagen, was mir jetzt noch so fehlen würde, Glühwürmchen. Aber vielleicht gibt es die ja sogar nachts. Weiß ich ja nicht. Das sah ja gerade aus wie ein Glühwürmchen, aber ich glaube, es war keins. Chat, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr halt um 12:30 mitten in der Woche mir zuseht, wie ich Felder beflüge und bedingse und das seit, also, ja, 2,5 Stunden, ne? Ist euch das eigentlich bewusst? Was sagt ihr dazu? Findet ihr das geil? So. Und jetzt muss ich das Ding wieder, ach man, das ist so doof, dass dieses Tastaturding, ich muss immer erstmal fahren, damit die Tastatur wieder auf Controller umgestellt wird, die Steuerung. Sämaschine senken und Sämaschine einschalten. Und weiter geht's! Was sollen wir denn sonst machen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Was macht man so als Mensch zu so einer Uhrzeit normalerweise? Ich weiß es nicht. Was macht man denn so? Also ich bin gerade erst heimgekommen. Aber das ist eine gute Unterhaltung. Ja, klar. Du hast doch heimlich schon unterwegs geguckt. Sei doch ehrlich. Besser kann man seine Zeit doch gar nicht nutzen. Also für mich ist schon Wochenende, also geht's voll klar. Stimmt, wir haben ja morgen Freitag, oder heute Freitag. Also ich find's mega, vor allem jemandem zuzugucken, wie er eines meiner Lieblingsspiele entdeckt. Das freut mich, ich hoffe, ich stelle mich nicht viel zu dumm an. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin viel zu krass lost.
aber ich gebe mein Bestes. Ich meine, hey, jeder Anfang ist schwer, gerade bei so einem Spiel. Nicht schlafen tut man. Ich habe schon Wochenende. Ey, wie schön. Chat, gibt es irgendetwas, worauf ihr euch freut, so ein Videospiel, was dieses Jahr noch so rauskommt? Ich freue mich auf Stalker. Also auf Stalker 2. Das kommt, glaube ich, in 5 Tagen oder so. Und da freue ich mich drauf. Endlich wieder Apokalypse. Yay. Alles tot. Alles schön bewachsen. Ab nach Tschernobyl. Das wird bestimmt geil. Ich bin mal gespannt. Indiana Jones. Ja, Indiana Jones. Das kommt doch sogar auch in den Game Pass, ne? Ey, Chat, der Game Pass ist auch so krass jetzt wieder mittlerweile. Stalker kommt ja auch in den Game Pass rein. Auch da, Chat, ne, wenn ihr Game Pass braucht für einen Monat oder so, gerne bei meinem Partner Instant Gaming. Kriegt ihr da easy. Ne, aber der Game Pass lohnt sich wirklich unnormal. Also ich hab den ja auch. Ich krieg den auch immer mal wieder geschenkt. Hab den aber auch schon öfters gekauft. Aber ich krieg den auch immer wieder gestellt tatsächlich von dem Game Pass Team. Mega süß. Aber ich habe auch so viele Games schon da drin gezockt und auch gestreamt, also es ist einfach geil. Dafür hast du doch den Chat, der dir dann helfen kann, so ist es. Alleine wäre ich sehr aufgeschmissen. Ich komme gerade auch vom Feld, ich habe gerade die drei Startfelder verbunden und zusammengelegt und Raps gesät, volles Programm. Warte mal, die drei hier hast du zusammengelegt, wie geht das? Kann man einfach diese Linie in der Mitte wegmachen und dann hast du die Felder zusammengelegt? Geht sowas? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wenn das wirklich geht, wäre das krass. So, Ladies and Gentlemen. Wir haben's. Heben und ausschalten. Wir haben jetzt all unsere drei Felder gedingst. Bewachst und wach, weiß ich nicht, wie das ja alles heißt. Und wir haben jetzt 2x Raps und 1x Weizen für die Hühner. Jetzt brauchen wir halt eine Walze, ne? Jetzt ist halt die Frage. Die sind sehr teuer, die Walzen. Ich muss mir die leihen. Aber lohnt sich das, die zu leihen, oder ist das zu teuer? So, ich stelle das einfach mal hier so neben irgendwie. Hier, stell das so hier neben. Zack. Kann man das da einfach dranhängen dann. So. Okay. Boah, ich muss sagen, ich mag diese Abendatmosphäre in dem Spiel gerade extrem gerne. Voll schön. Die kann man mit einem Flug nehmen und dann das kann man das Feld dann erstellen. Achso, man kann... Da kann man Felder erstellen, zulassen, einschalten. Okay, das ist krass. Ansonsten kommt dieses Jahr, glaube ich, nichts Spannendes mehr. Mir fällt zumindest nichts ein. Also Indiana Jones ist, glaube ich, schon eine richtig große Sache, oder? Und auch Stalker jetzt auf jeden Fall. So, dann lass mal ganz kurz gucken. Escape. Wie teuer ist das jetzt? Chat, bitte mach mal... Oder ich mache selber einen Timer auf 20 Minuten. Damit ich weiß, wann die Folge zu Ende ist. Siri, Timer auf 20 Minuten. Okay. Nee, das ist das falsche Menü. Also, wir brauchen jetzt eine Walze. Die war, glaube ich, ziemlich weit oben, meine ich. Apfel, danke schon auch an dich für dein Follow. Herzlich willkommen. So, Walzen. Gruber. Steinsammler. Warum gibt es eigentlich nicht einfach eine Suche? Es wäre irgendwie cool, das einfach mal eben so einzugeben und dann findest du es halt. Da musst du das nicht die ganze Zeit suchen. Dünger, Walzen, hier. Okay, also ich brauche so eine Walze. Alter, die sind so teuer, das ist geisteskrank. Und wie teuer ist das, die zu mieten? Kaufen, mieten. Was ist, wenn ich jetzt Leertaste drücke? Habe ich die dann sofort gemietet? Und wo kann ich sehen, wie teuer das ist, die zu mieten? Oder sehe ich das, wenn ich Leertaste drücke? Ich frage mich gerade, oder habe ich die dann sofort gemietet? Das ist jetzt die Frage, ne? Alter, wie sieht denn das Ding aus? Das sieht ja voll lustig aus. Und damit kann man walzen? Ach, fährt sich das dann so komplett aus oder so? Sieht irgendwie komisch aus, dieses Konstrukt. Okay, ich drücke jetzt einfach mal Mieten. Basiskosten 930 Euro. Pro Arbeitstag 465 Euro. 2300 kostet das zu mieten. Aber wir müssen es halt mieten, ne? Also ihr hattet ja auch gesagt, das bringt es halt, das zu machen. Also, machen wir das jetzt einfach. Wir probieren das mal aus. Pro Arbeitstag 465 und pro Arbeitsstunde
976. Ist das dann eine echte Arbeitsstunde? Was ist eine Arbeitsstunde? Die Rezession von Horizon Remastered sind ja bodenlos. Ich muss tatsächlich sagen, Owen, ich habe mir ein Video angeguckt dazu, zu diesem Horizon und den Unterschied. Und der Unterschied ist wirklich groß. Ich hätte es niemals gedacht, aber ich finde den Unterschied schon sehr, sehr krass. Sag mal, unser Traktor, ne? Guck mal unten rechts. Dieser blaue Streifen. Heißt das jetzt, der ist einfach nur extrem dreckig oder geht der kaputt gerade? Weil irgendwie sieht der, dieser Balken ist sehr weit unten. Der geht mir aber jetzt nicht einfach kaputt, ne? Laut Rezession läuft's aber nicht. Das ist dann natürlich eine andere Sache und das ist natürlich scheiße. Aber sonst sah das ziemlich krass aus. Geht kaputt. Alter, warum geht der denn so unnormal schnell kaputt? Ich bin den doch erst 2 Stunden gefahren. Das ist ja extrem. Vielleicht geht der mehr, geht der schneller kaputt, wenn man den nicht sauber macht? Und das Weizen muss noch gedüngt werden, das stimmt ja. Das müssen wir auch noch machen. Das versuchen wir jetzt noch in 20 Minuten zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Könnte eng werden. Du kannst ihn aber beim Händler reparieren, glaube ich. Das sollten wir vielleicht mal machen, weil ich habe echt keinen Bock, dass der irgendwie kaputt geht gleich. Ich meine, das ist unser bester Traktor. Wir haben zwar noch einen kleinen, aber der kann halt bestimmt nicht so viel ziehen wie der hier. Also das ist eigentlich unser Haupttraktor. Wenn der jetzt kaputt geht, dann heul ich. Also dann ist hier aber Chaos. Alter, da fahren ja sogar Schiffe. Oha, wie cool. Warte mal, kann ich das hier sehen? Escape. Oh, man fährt... Alter, man fährt einfach weiter, wenn man Escape drückt. Ein Depot. Eine Tankstelle. Der Fahrzeughändler. Eine Molkerei. Können wir hier irgendwo reparieren? Kann man am Shop vielleicht reparieren oder so? Sehen wir einen wunderschönen guten Abend. Wir spielen zu viert auf einem Server. Ja, ich habe Leute gesehen, die spielen... Du kannst ja bis zu 16 Leuten oder so spielen. Das ist voll krass. Also ich bin bei sowas immer so der Typ, so ich spiele immer sowas alleine. Aber eigentlich auch cool, wenn man das so mit Leuten zusammenspielen kann. Guck mal, da vorne ist irgendwas. Was ist das? Können wir da reparieren vielleicht? Boah, guck mal, der Mond ist sogar schon aufgegangen. Geil. Guck mal, was ist das hier? Alter, ich bin sehr schnell ausgestiegen. Das wollte ich gar nicht. Also da ist ein Reparationsding. Muss ich den vielleicht hier so reinfahren? Dann kann ich den reparieren. Da kannst du reparieren. Ich verkaufe den aber jetzt nicht irgendwie aus Versehen oder so, ne? Händlerfahrzeugoptionen öffnen. Reparieren, neu lackieren. 3000! Alter! Lackzustand. Okay, der Lackzustand ist ziemlich am Arsch, weil wir den, glaube ich, nicht sauber gemacht haben. Ist das wichtig, dass der Lack gut ist? Ich finde das ja cool, wenn der so runtergerockt aussieht. Alter, aber 3000 schon wieder. Junge, wir sind so arm, ne? Aber wir müssen das machen, weil das Ding fällt mir auseinander. Mein toller Traktor. Ich will nicht, dass du kaputt gehst. Ich hab dich zu gerne. Scheiße. Nee, also Lack ist nicht wichtig, meinst du? Also wie gesagt, ich find's cool. Schlechter Lack ist schlechter für die Aerodynamik. Lackieren musst du nicht. Ich find das ja wirklich richtig geil, wenn er so richtig abgewetzt aussieht, ne? Aber ich bin da, glaube ich, sowieso anders. Ich glaube, viele mögen das eher, wenn er so richtig clean aussieht. Ich find das voll geil, wenn er so kaputt aussieht und so alt. Okay. Ich drück jedes Mal die falsche... Oh, was für ein schöner Sternenhimmel. Ich drück jedes Mal die falsche Taste, Mann. So, dann ab nach Hause. Wir müssen noch walzen. War Spaß, ich mag es auch abgenutzt und dreckig. Boah, du Sau. Ja, kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen. Warum fährt ihr eigentlich noch um 19 Uhr ein Schulbus? Das ist sehr kriminell. Volle Lotte durch den Schlamm brezeln. Ich find's geil, wie dieses Spiel uns hier zusammenführt, Chat. Ich find das schön.
Einfach absolute Landleben, absolute Landluft schnuppern, zusammen chillen. Warte, ich kann mal die Musik ein bisschen lauter machen. Ich habe so ganz, ganz leise Musik an. Ich habe die immer ganz leise im Hintergrund. Könnt ihr mal ein bisschen lauter machen für euch. Ein Abendgymnasium. Ach du Scheiße, die Armen. Einfach werden auch noch abends geknechtet. Das irritiert vor, dass die Rücklichter vom Traktor weiß sind und nicht rot. Lol. Es wäre cool, wenn man das so, so Untergrundbelichtung. Weißt du, wie es bei so einem Lowrider in GTA. Einfach so Neonröhren drunter ballern. Guck mal, ist das Nebel? Voll gemütlich hier in der Dunkelheit. Also wir haben noch bis 12 Uhr. Wir haben gerade 19.36 Uhr. Wir haben bis 12 Uhr Zeit. Bis dahin müssen unsere Felder gewalzt sein. Und gedüngt muss das eine sein. Wir brauchen RGB am Traktor. Ja, das ist es. Wir brauchen RGB. So, Ladies and Gentlemen. Musste ich alle drei walzen? Ja, ne? Jetzt mal ganz kurz gucken. Das Geile am 25er, ich kann einfach das gleiche Auto wie im Real Life haben. Echt jetzt? Das, ach stimmt, du kannst ja Autos kaufen, ne? Muss gewalzt werden. Okay. Muss gewalzt werden. Wird gemacht. So. Also. KI-Helfer. Hier. Spurführung. Wollen wir nur eine haben. Das mag ich lieber. Genau, dann fahren wir so schräg. Das ist gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wie muss ich das? Das Ding muss man ja bestimmt irgendwie so auseinanderklappen. Wie so eine Walze aufklappen. Wow, okay. Ich habe jetzt mit was ganz anderem gerechnet. Okay, das ist krass. What? Ich habe jetzt gedacht, wirklich, das Ding fährt sich so ganz anders aus. Also wirklich so ganz anders. Okay, also Spur. Wo ist unsere Spur? Keine Spur verfügbar. Warte mal, ist das so, wie ich es machen will? Ja, doch, ne? Also nehme ich jetzt praktisch diese Orangenen? Ja, ich glaube, ich muss einfach hier halt in der kleinen Ecke anfangen. Neuer Transformer, halt wirklich. Was ein krasses Teil. Wie geil. Richtig cool. Ich glaube sogar, das andere Feld müssen wir auch noch walzen. Was ein Gerät, das ist ja riesig. So. Und ich klappe mal ganz kurz ein. Warum macht man das schräg? Irgendwie will der das automatisch, dass ich das schräg mache bei diesem Feld. Ich weiß auch nicht. Eigentlich würde ich es gerne gerade machen, aber er möchte das so. Was da jetzt genau die Intention hinter ist, weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen nervig, so wenn ich das Ding... Ich meine, eigentlich kann ich es einfach rausgeklappt lassen, oder? Ist doch scheißegal, was ich plattwalze. Das hat doch keinen Nachteil, oder? Ey, das sieht wirklich aus wie... Als hätte ich einen Transformer. Krass. So, keine Spur verfügbar. Ich habe ein Einjahresabo. Warte mal, was heißt das? Wie, was meinst du mit Einjahresabo? In der Abo-Falle oder was? Oder was meinst du genau? Es macht das anhand der längsten Feldkante. Ah, okay. Oh, so geht's. Kann man die Schräge nicht einstellen? Ich glaube, die konnte ich gerade nicht einstellen, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Sorry fürs Schreien. Ey, Ave, Junge, was soll das? Dankeschön für den Support. Und Herbert, mein Bester, Dankeschön auch für dein Follow. Dankeschön, herzlich willkommen.
Freut mich wirklich sehr. Dankeschön. Ein Jahresabo ist dann, dann hat man die DLCs später günstiger. Du meinst jetzt in-game wegen diesem Season Pass oder was? Hey Chat, wann müsst ihr morgen raus? Wie sieht's da aus bei euch? Zwei Tage frei, das ist geil. Ja genau, es kommen ja bis zu 6 DLCs. Boah, das ist krass. Gar nicht, weil Corona. Alter, ich wünsche eine gute Besserung. Was ist denn da los? Gar nicht, gar nicht. Um 5, um 6? Alter, 5 und 6 Uhr. Was, warum seid ihr denn noch wach, Mann? Boah, das ist aber wirklich sehr kritisch. Er hat die Year One Edition gekauft, ich auch. Ich habe, glaube ich, die ganz normale Standard-Edition. Gar nicht arbeitslos. Du kannst im Menü auch die Bearbeitungsrichtung ändern. Was meinst du, in welchem Menü meinst du? Meinst du in diesem Spur-Dings-Menü oder meinst du wirklich im, also bei Escape? Ich muss noch mein Feld fertig flügen. Drück mal H. Achso, du meinst, glaube ich, das, meinst du das hier? Ah, der hatte das automatisch auf so und ich hätte das aber auf 0 Grad machen können. Oh, Alter, ich muss da mehr drauf achten. Ich glaube, das meinst du Lamp, oder? Oder Lamp, Lampe, wie auch immer. Ich glaube, das meinst du, kann das sein? Ja, ich muss da mehr drauf achten, weil ich... Irgendwie ist das ein Brainfuck für mich, ein Feld quer zu machen. Irgendwie kommt mein Hirn damit nicht klar, ich weiß auch nicht. Ja, genau, okay, danke dir. Perfekt. Dann muss ich da auf jeden Fall beim nächsten Feld drauf achten. Bis um 11 Uhr muss ich meinen Müll wegbringen, sonst kann ich schlafen. Sehr gut. 6 bis 7 Uhr um den Dreh, werde um 7.50 Uhr abgeholt von meinem Bruder. Der fährt mich zum Bahnhof. Boah, Chatman, für alle Menschen, die hier so unnormal früh raus müssen, ich hoffe, dass ihr morgen echt gut rauskommt. Ich werde mich jetzt auch auf jeden Fall in den nächsten 10 Minuten mal ausklinken. Und dann werde ich mich auch mal ins Bett kuscheln. Also heute war wirklich ganz anstrengender, komischer Tag. Und ist wirklich... Nein, nein, nicht da. Hier, die will ich haben. Ich danke euch von ganzem Herzen, Chat. Wie gesagt, ich finde es voll schön, dass ihr hier seid und anscheinend ihr auch Spaß habt am Farming Simulator. Wir können auch sehr gerne, wenn ich morgen die Zeit finde oder so, können wir da gerne noch ein bisschen reinnerden. Ich meine, wir haben heute wirklich sehr großen Fortschritt gemacht, der sich eigentlich anfühlt wie gar kein Fortschritt, aber es ist eigentlich cooler Fortschritt gewesen. Ich sage jetzt mal so, aufs große Ganze ist es halt fast gar kein Fortschritt, aber wir haben coolen Shit gemacht, so generell. Also wir müssen dann, wenn wir morgen weiterspielen, müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir die anderen Felder noch walzen und düngen. Das müssen wir uns merken. Ein Feld muss noch gedüngt werden. Die anderen zwei müssen noch gewalzt werden. Und unsere Hühner, also wir haben ja jetzt Hühner, was ja auch unnormal geil ist, hatten wir auch heute erst gemacht. Die haben Essen und denen geht's gut. Gesundheit 20%, also die Gesundheit geht hoch und die fangen auch an, tatsächlich das Futter zu essen. Sehr geil. Ey, wie süß, Chat. Bald haben wir unsere ersten eigenen Eier, die wir verkaufen können. Wie geil. Ich habe Hunger, aber ich bin schon im Bett. Will mir was zu essen bringen? Boah, ich habe auch... Also ich muss auf jeden Fall noch irgendwas essen. Ich habe so Hunger. Alter, wie schön das aussieht. Geil. Ist schon sehr, sehr atmosphärisch, das Spiel, ne? Ist schon süß. Cool. Wir haben sie aber auch echt gemütlich. Also ich muss auch sagen, ich bin froh, dass wir... Ich sage jetzt mal dieses Amerika, diese Amerika-Map genommen haben. Mir gefällt auch diese Farm hier und so, gefällt mir richtig gut. Lass mal ganz kurz noch gucken, ob wir Honig, also ob wir noch mehr Honig haben. Gibt es einen Fotomodus? Leider nicht. Ich habe schon, weil ich muss ja meine Thumbnails machen für YouTube. Und ich hatte schon geguckt, ob es da irgendwie einen Fotomodus gibt, aber ich habe keinen gefunden. Junge, es muss unbedingt einen Fotomodus geben, also gerade für so ein Game. Ich finde das voll wichtig. Und für mich würde das wirklich die Arbeit so krass erleichtern für Thumbnails.
So, haben wir noch mehr Honig bekommen? Nee, leider nicht. Ach, guck mal, die sind auch alle am Schlafen, Chat, die Bienen. Jetzt wecken wir die mal auf mit der Taschenlampe. Geil. 75 Kilogramm. Honig 10 Liter. Gehört dir. Unser erster Honig. Auch so cool. Gibt es, wenn du die Konsole einstellst? Also man kann den in der Konsole dann einstellen. Ja, muss ich da vielleicht mal gucken, weil es wäre für mich wirklich sehr wichtig, einen Fotomodus zu haben. Wie gesagt, gerade für die YouTube-Thumbnails wäre das halt Hammer. Aber guck mal, wie schön es hier ist. Voll gemütlich, auch diese Windgeräusche und so. Ist da gerade irgendwas gelaufen neben mir? Das könnte auch ein Horror-Game sein, ne, wenn man hier so durch den Wald läuft. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert denn an meinem Häuschen? Ach stimmt. Ach, warte mal. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist hier unser Haupteingang. Wie cool. Ja, aber das geht nur in der Spiel XML. Ach du Scheiße. Also das muss er dann aktivieren praktisch und umschreiben. Du meinst wie dieses Farming-Horror-Game. Stimmt, wir hatten ja mal dieses eine Farming-Horror-Game gespielt. True. We Harvest Shadows hieß das, glaube ich, ne? Ja, doch, stimmt. Es ändert so ein bisschen daran, ne? So ein kleines bisschen. Okay, Chat. Ich würde sagen, wir klinken uns für heute erstmal aus. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ne? Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen abchillen, ein bisschen gemütlich machen. Für YouTube, wie gesagt, muss ich jetzt halt erstmal, also aus der Folge hier mache ich 3 Parts, weil ich das sonst nicht schaffe, einfach das hochzuladen. Das dauert sonst viel zu lange. Ich werde die also einfach so am Stück, werde ich die hochladen, praktisch so nacheinander. Und dann könnt ihr die natürlich auch gemütlich in der Playlist auf YouTube nachgucken, in 4K natürlich auch, in bester Qualität. Und genau. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Ich muss sagen, unsere Farm nimmt so ganz, 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 ganz bisschen Gestalt an mittlerweile. So ein ganz bisschen. Wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt 6 Stunden gespielt seit gestern und heute. Oder seit vorgestern und heute. Und ja, wir haben jetzt Hühner. Wir haben jetzt unsere 3 Felder soweit fast fertig. Wir müssen nur noch walzen und das hier noch dann düngen. Und dann haben wir, glaube ich, echt soweit erstmal 3 Felder fertig, was ja eine super geile Sache ist. Und dann können wir weiter gucken. Wir haben jetzt ein Hühnerimperium erstmal, was wir uns aufbauen. Sehr, sehr cool. Mein innerer Monk weint gerade, weil alles auf dem Hof rumsteht. Ich muss sagen, ich mag das viel lieber, dass das draußen ist. Ich hätte gar keinen Bock, dass das innen drin ist. Ich habe auch immer in allen Aufbauspielen, guck mal, da hinten flitzt noch der Amazon-Lieferant. Da fehlen noch ein paar Pakete. Ich habe auch in allen Aufbauspielen und so habe ich immer alles nach draußen gebaut. Ich mag das immer viel lieber, an der frischen Luft praktisch meine Base zu haben und nicht in Gebäuden drin. Warum auch immer, das ist schon immer so. Das war auch bei Palworld. Bei Palworld habe ich mit meinem Chat zusammen einfach draußen gebaut, unterm freien Himmel, weil ich das viel schöner fand. Und irgendwie ist das hier genauso, da ich das irgendwie cooler finde, wenn das einfach so draußen auf dem Hof steht. Ist natürlich kritisch, falls wir beklaut werden, dann haben wir ein Problem. Also wir sollten uns vielleicht irgendwie eine Minigun da oben ins Fenster setzen. Oder vielleicht einen von euch mit einer Minigun. Und wenn dann hier jemand ankommt, dann wird er einfach weggeschossen. Selbst in Palworld haben wir draußen gewohnt, obwohl wir ein Haus hatten. Genauso ist das. Ich mache das immer. Ich mag das sehr gerne. Okay, also, dann klinken wir uns aus. Geil, man. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ist ein tolles Spiel. Echt, also, hätte echt nicht gedacht, dass ich da so Spaß drin habe im Stream. Aber das ist so gemütlich und man kann so geil dabei quatschen. Das ist eigentlich ein perfektes Game für die Streams. Also, Hammer. Voll toll. Okay. Also auch natürlich hier an meine lieben YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn dieses Let's Play hier praktisch so ein bisschen anders ist als die anderen, weil es hier kein richtiges Anfang und Ende gibt teilweise, weil wie gesagt die Folgen einzeln aufgenommen werden im Stunden, also in einer Stunde. Also muss ich mal gucken, wie ich das da mache. Ich glaube, ich lade die dann einfach hoch, sodass man die einfach dann einfach so nachglotzen kann. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Viel Liebe auf jeden Fall an alle, die heute da waren und auch hier natürlich auf dem YouTube-Kanal. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder sogar ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns hoffentlich dann demnächst wieder, falls wir weiter zocken oder sogar irgendwas anderes zocken. Ich danke euch von Herzen, YouTube. Bis zum nächsten Mal, euer Yoshi. Tschüss. Dankeschön für eure Zeit. Tüdelü. Dankeschön. Dankeschön.